mal 200 geboten. Ah, ja, 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 stimmt ja, das hätte ich mal vergessen. Also 200, das wäre denn schon verlangt, nicht? Nee, nee, das langt nicht. Ich lass mich doch nicht verramschen. 1000 Mark gibt's auf, dann ist der Handel abgeschlossen. Oh, kommt überhaupt nicht in Frage. Sag mal, bist du ein Auto oder bist du ein Opa? Nee, ich bin Opa. Ja, Autos kannst du haben, so viel, dass du willst. Aber zeig mir mal ein Geschäft, wo ein Opa in den Schaufenster liegt. 1000 Mark. Ja, Opa ist ein Luxusartikel. Und Luxus kostet. Und du sitzt da und reißt den Mund nicht auf. Sag ihm, dass er Smucher ist. Ich hab nichts dazu zu sagen. Wir beiden, wir haben ihn Spaß um Opa gehabt. Ja, wenn er ernst meint, ist das doch seine Sache. Ja, cool, Kack, das ist eine Gemeinheit, wenn du nur auf mal von nichts was wissen willst. Also, Kenneth, das Hin- und Herschnacken hat nur gar keinen Zweck. Willst du 1000 Mark ausgeben oder nicht? Ach, wir sind doch nicht gleich so um, wenn ich in die Höhe gegangen bin. Ja, bei Opas gibt's ja keine Höchstpreise. Guck mich an, du wirst nicht betrogen. Ja, dich kennen wir schon auch. Ja, und mit mir wirst du mehr Freude haben als mit drei Kaders. Ja, ja, das glaube ich wohl. Ach, wenn du doch bloß nicht so bangig teuer wirst.